Hi, mein Name ist Rosalie. Ich mache gerade eine Ausbildung am IHP zur Mikrotechnologin. Außerdem fange ich Ende des Jahres auch noch ein duales Studium an. Es geht in die Richtung physikalische Technologien und Energiesysteme. Das Ganze dauert 5 Jahre. Hört sich jetzt lang an, aber Zeit ist Geld. Ihr werdet schon ab dem ersten Tag gut vergütet. Und bis dahin gibt es aber natürlich noch eine Menge zu tun. Und was? Das erfahrt ihr jetzt. Hier am IHP entwickeln wir die Mikrochips von morgen. Gleichzeitig suchen wir nach neuen Ideen, die Funktion unserer Chips zu erweitern. Das Leben unserer Chips beginnt immer mit diesen Siliziumscheiben. Das sind sogenannte Wafer. Darauf werden Schichten aus unterschiedlichen Materialien aufgebracht. Am Ende befinden sich dann sehr viele kleine Mikrochips auf diesem Wafer. Auf einem Wafer seht ihr Strukturen, die aussehen wie kleine Labyrinthe. Das sind die eigentlichen Chips, wie eben sehr viele nebeneinander. Später werden die Wafer dann zersägt und wir erhalten die einzelnen Mikrochips. Schon ein winziges Staubkorn kann für die Wafer gefährlich werden. Deswegen muss ich jetzt erstmal meine Klamotten wechseln. So, das ist aber nur die erste Lage. Jetzt kann ich mir aber schon mal die Wafer abholen für meine Arbeit im Nanolab. Viel Spaß damit. Danke. Ich arbeite viel im Reinraum und im Labor. Zwischen den Laboren müssen wir die Wafer in diesen speziellen Boxen transportieren. In meinem Arbeitsalltag gibt es immer wieder neue Aufgaben und Projekte. Ich kann immer was Neues ausprobieren. Schon in meinem Praktikum habe ich mit diesen Wafern gearbeitet. Am IHP arbeiten Menschen aus vielen verschiedenen Ländern. Natürlich sitzen wir auch mal in Kaffeerunden zusammen, denn das gehört zum Austausch dazu. Ich fühle mich am IHP sehr gut aufgehoben, denn meine Ausbilderin ist immer für mich da, wenn ich Fragen habe. Weil das Nanolab auch ein Reinraum ist, müssen wir natürlich auch hier den Reinraumanzug anziehen. Dadurch bleiben alle Hautschuppen und Haare bei mir und die Geräte bleiben sauber. Der Krach kommt von der Lüftungsanlage und die lässt sich leider nicht abschalten. Im Reinraum ist es deswegen oft ganz schön laut. Hier im Nanolab können wir die Wafer weiter verarbeiten, nachdem sie im großen Reinraum gefertigt wurden. Als erstes nehme ich mit der Vakuumpinzette einen Wafer heraus. Das muss ich ganz vorsichtig machen, da ich die nicht anfassen darf. Ich möchte die ja nicht verschmutzen. Den Wafer wollen wir jetzt reinigen. Dazu packe ich ihn schon mal vorsichtig in die Maschine. Mich fasziniert das Arbeiten mit den Maschinen, da die automatisierten Abläufe einfach schön anzusehen sind. Für mich war das immer so ein bisschen Hexerei, wie es tatsächlich funktioniert. Und man kann eben den kompletten Prozess einmal nachvollziehen. Die gereinigten Wafer möchten wir jetzt weiter verarbeiten. Dazu packe ich sie in den Bonder. Da ich aber an diesem Gerät heute zum ersten Mal arbeite, wird mir mein Ausbilder erstmal zeigen, wie das funktioniert. Also du nimmst die Box, stellst sie einfach rein, sodass es hinten bündig ist, klappst sie dann nach vorn. Und wenn die Box dann fest drin steht, schließen wir hier die Tür. Bei Waferbonden verbinden wir einfach zwei Wafer miteinander. Das machen wir, damit wir die Funktionalität von den Chips hinterher erhöhen können. So kann man zwei Technologien miteinander verbinden, die man sonst so nicht hätte herstellen können. Man kann sich das also auch so vorstellen, dass man einen Toaster und einen Wasserkocher in einem Gerät vereint, oder? Ja, genau, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Und genau das geschieht gerade in dieser Maschine. Die Wafer sind jetzt fertig gebondet. Um zu schauen, ob das auch so gut funktioniert hat, bringe ich sie jetzt zum Mikroskop. Jetzt wollen wir mal schauen, ob das Bonden auch so gut geklappt hat. Dazu liegt der Wafer schon im Wasserbad. Das Ganze ist ein akustisches Mikroskop, das heißt, es funktioniert mit Ultraschall. Am schönsten finde ich es bei der Arbeit, wenn ich die Zeit vergessen kann, weil mich die Sachen, die ich mache, einfach so sehr faszinieren. Ihr habt jetzt mal einen Einblick erhalten, wie meine Ausbildung hier abläuft. Und vor allen Dingen auch, was wir hier am IHP alles mit den Wafern anstellen. Für mich ist der Standort vom IHP perfekt. Ich muss nicht weit zur Arbeit fahren und nach dem Feierabend kann ich in der Region noch genug unternehmen. Berlin ist auch nicht weit weg. Wenn dich das überzeugt hat, dann bewirb dich beim IHP.